Letzte Woche in einer abgeschirmten Datscha in einem Moskauer Vorort. Mit schwarzer Limousine und in Begleitung von zwei Leibwächtern trifft das Ehepaar Honecker ein. Am nächsten Tag wird Margot Honecker die Sowjetunion verlassen und zu ihrer Tochter nach Chile reisen. Über ein Jahr haben wir auf dieses immer wieder verschobene Treffen gewartet. Jetzt ist Erich Honecker zum Gespräch bereit. Guten Morgen. Die Atmosphäre ist förmlich, die Erwartungen widersprüchlich. Wir wollen ein Gespräch, ein freies Interview. Honecker, immer noch ganz Staatsoberhaupt, möchte Erklärungen abgeben, Positionen definieren. 7 Stunden wird dieses Treffen vor der Kamera dauern, verteilt auf 2 Tage. Herr Honecker, ich würde das Gespräch gerne beginnen mit der Frage nach Ihrer Gesundheit. Über die ist viel geschrieben worden, über die ist viel spekuliert worden. Wie geht es Ihnen im Moment, Herr Honecker? Nun, man braucht kein Experte zu sein auf dem Gebiet der Medizin, um zu wissen, dass ein Mann, der sich in seinem 80. Lebensjahr befindet, nach 2 äußerst schweren Operationen nicht mehr also derjenige ist, den er vorher war. Die Gesundheit ist soweit wiederhergestellt, soweit man sie wieder herstellen kann. Das habe ich zu verdanken deutschen Ärzten und insbesondere sowjetischen Ärzten und medizinischem Personal. Herr Honecker, wir führen dieses Gespräch in Moskau. Es ist in den letzten Tagen viel darüber spekuliert worden, wie es weitergehen wird mit Ihnen. Ihre Gattin hat laut Presseberichten einen Pass der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Es soll zu Kontakten zwischen Ihnen und der deutschen Botschaft in Moskau gekommen sein. Beabsichtigen Sie, nach Deutschland zurückzukehren? Was der Pass meiner Gattin betrifft, so ist das vollkommen zutreffend. Sie hat diesen Pass erhalten. Ich selbst beabsichtige natürlich, nach Deutschland zurückzukehren. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass dieser ungesetzliche Haftbefehl wegen den Ihnen bekannten Gründen, dass dieser Haftbefehl aufgehoben wird. Denn ich habe also nicht die Absicht, den Racheengeln mich zur Verfügung zu stellen. Gibt es Kontakte, gibt es Gespräche zwischen Ihnen und der deutschen Botschaft über dieses Thema? Oder ich habe zwischen Bonn? Kein Gespräch mit der deutschen Botschaft hier gehabt. Und ich kenne auch diese Meldung nicht. Ich habe irgendwas gehört. Ich muss sagen, dass wir hier sehr gut betreut werden. Und dass ich selbstverständlich bei Gelegenheit auch mal die Absicht habe, unsere Kinder zu besuchen in Chile, das betrachte ich als selbstverständlich und normal. Halten Sie die Annahme, dass unter Umständen der Haftbefehl gegen Sie aufgehoben wird, für realistisch oder gehen Sie davon aus, dass er bestehen bleibt? Nun, ich gehe davon aus, dass dieser Haftbefehl aufgehoben wird. Denn erstens ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland überhaupt kein Recht hat, das ehemalige Staatsoberhaupt der Deutschen Demokratischen Republik wegen Handlungen, die er im Vollzug seines Amtes also durchführte, zu verfolgen. Herr Honecker, seit Ihrer Ankunft in der Sowjetunion haben sich die politischen Verhältnisse hier dramatisch geändert. Gibt es im Moment Druck seitens der sowjetischen oder der russischen Behörden auf Sie, das Land zu verlassen? Einen solchen Druck gibt es nicht, im Gegenteil.
Wir sind also bisher freundschaftlich aufgenommen. Auf diesem Gebiet hat sich überhaupt keine Veränderung ergeben. Sie haben hier in Moskau den Putschversuch der Gruppe um den ehemaligen Vizepräsidenten Janajew erlebt. In Deutschland hieß es dazu am ersten Tag des Putsches, jetzt kommt bei Erich Honecker Freude auf und danach, jetzt wird bei Erich Honecker die Verzweiflung umgehen. Wie haben Sie diese Tage persönlich erlebt und wie bewerten Sie sie politisch? Ach, wissen Sie, aufgrund unserer Isoliertheit haben wir kaum etwas bemerkt von den Ereignissen, die sich in diesen Tagen also vollzogen haben. Wobei es ganz offensichtlich ist, dass durch diese Ereignisse beschleunigt wurden jene Entwicklungsprozesse, die die Sowjetunion katapultieren sollen, von einem sozialistischen System zu einem marktwirtschaftlichen, das heißt kapitalistischen System. Das wird natürlich mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden sein, denn ohne Kapitalisten kann man ja bekanntlich keinen Kapitalismus machen. Ja. Und der Prozess, wie es sich gegenwärtig in den neuen Bundesländern, wie man formuliert, vollzieht, der vermittelt ja einen kleinen Einblick in das, was also sich hier ereignen kann, im Übergang vom Sozialismus zur kapitalistischen Marktwirtschaft. Honecker, noch mal zurück auf die Frage nach dem Putschversuch hier in der Sowjetunion. Ich habe mich genügend dazu geäußert. Honecker, Ihre politischen Kontroversen, Ihre politische Kritik an Gorbatschow sind hinlänglich bekannt. Gab es von da aus ja Ihrerseits Sympathien oder Verständnis für die Motive der Gruppe, die gegen ihn vorgehen wollte? Wissen Sie, ich bin ja aufgrund von Einladung von Gorbatschow bin ich ja hier. Und daraus ergeben sich alle Fragen. Okay. Beim Thema Gorbatschow ist Erich Honecker übervorsichtig. Obwohl es ihm schwerfällt, hält er sich bedeckt. Eigenschutz geht vor. Er ist Asylant im Lande Gorbatschows. Als die Kameras abgeschaltet sind, beschwert er sich über einige Fragen. Sie seien unpassend. Der ehemalige Generalsekretär der SED ist kontrovers geführte Interviews nicht gewohnt. Mehrfach fürchten wir einen Abbruch des Gespräches. Honecker, aus der Distanz gesehen, es ist mittlerweile ja schon sind 2 Jahre vergangen, könnten Sie, ich weiß, dass es eine große Frage ist, könnten Sie versuchen zu skizzieren, welches Ihrer Meinung nach die Hauptursachen für das letztendlichen Untergang, für das Scheitern der Deutschen Demokratischen Republik gewesen sind? Meines Erachtens ist es natürlich ein großer Irrtum, dass man annimmt, dass diejenigen, die in Leipzig Sprechchöre machten, wir sind das Volk, und sich anderswo rührten, dass sie den Umschwung in der Deutschen Demokratischen Republik herbeigeführt haben. Man muss dieses geschichtliche Bild muss man natürlich zurechtrücken. Ich habe vor kurzem gelesen eine Schilderung über einen Spaziergang von Herrn Schwarznase, der ja inzwischen Sozialdemokrat geworden ist, an der Küste des Schwarzen Meeres im Herbst 1984, das heißt noch zur Zeit von Tschernenko, in dem man sich darüber geeinigt hat, dass also man alles ändern muss, hier in der Sowjetunion und auch woanders, aber später in den jetzt veröffentlichten schreibt er, dass schon 1986 er zur Schlussfolgerung gekommen sei, im Rahmen dieser Gesamtentwicklung, dass die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik künstlich und wieder natürlich sei. Wenn man natürlich unter solchen Gesichtspunkten
und der Ausklammerung von Verbündeten eine Außenpolitik betreibt, dann ist das ganz klar. Dann musste das im Herbst 1989 zu einer Situation führen, in der vor der Führung der DDR die Frau stand, Kovadis. Also, wen? Honecker, das heißt doch im Klartext gesagt, das ist der Vorwurf an die Sowjetinnen und die Sowjetinnen habe in der damaligen das Situation ist, die DDR verraten. Das ist nicht der Vorwurf an die Sowjetunion. An die Herrscher. Das ist der Vorwurf an den damaligen Außenminister der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der zwar also sehr oft in Bekleidung hatte den Außenminister der Deutschen Demokratischen Republik, aber zu keinem Zeitpunkt mit diesem Außenminister darüber gesprochen hat. Jahrelang galt in der DDR der Slogan von der Sowjetunion lernen heißt Siegen lernen. Das galt nicht mehr ab dem Zeitpunkt, als Gorbatschow mit seinen Begriffen Glasnost und Perestroika die Reformpolitik in der Sowjetunion eingeleitet hat. Warum haben Sie sich damals außerstande gesehen, eine ähnliche Reformpolitik auf die DDR zu übertragen, die doch von der Bevölkerung weitgehend erwartet wurde? Ich wundere mich, dass Sie aufgrund der Entwicklung der Sowjetunion mir diese Frage stellen. Denn das, was jetzt eingetreten ist, habe ich damals schon im Großen und Ganzen vorausgesehen. Obwohl ich kein Hellseher bin. Aber wenn ich 1987 in den Straßen Moskaus Anhänger des Zaren demonstrieren sah in schwarzen Uniformen und mit Bildern und die sogenannten informellen Gruppen in Massen sich hier bildeten, aus denen jetzt auch die Parteien entstanden sind, da war ganz klar, dass die Perestroika einen ganz anderen Weg nehmen würde, wie es vielleicht angelegt war. Ich sage, vielleicht angelegt war, aber die Entwicklung ist natürlich so gekommen, wie sie hier doch so geschildert wurde. Was bedeutet das, Herr Honecker? Bedeutet das so etwas wie eine prinzipielle Reformunfähigkeit des Sozialismus? Es war klar, dass aus wirtschaftlichen und politischen Gründen eine Reform notwendig war. Gleichzeitig sagen Sie, in dem Moment, wo man sie begonnen hat, war es für Sie absehbar, dass die Reform so enden würde, wie sie jetzt geendet hat, nämlich im Prinzip mit der Auflösung des Sozialismus. Ja, es kommt darauf an, was man unter Reform versteht. Ja? Meines Erachtens war ja das nicht eine Reform, ja, sondern was sich ja bei uns vollzogen hat, ja, mit diesem Wendebeschluss, das war der Übergang zur Gegenrevolution und zur Annexion der Deutschen Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik Deutschland. Aber gehen wir nochmal 2 Jahre zurück. Warteten noch wirklich in der DDR, warteten noch sehr viele Menschen auf ein Zeichen vom Politbüro, auf ein Zeichen des Generalsekretärs, dass sich irgendetwas bewegen würde. Es war eine Zeit der Starre. Das Politbüro reagierte kaum. Es kamen wenig Handlungen. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen das mal vortragen darf, es gab, was Ihr ehemaliger Aufklärungschef Markus Wolf geschrieben hat, der am 18.01.89 ein Gespräch mit Ihnen führte und nach der Schilderung Wolfs seinerseits ein Drängen um Reformen, eine Bitte um Reformen. Wolf fasst zusammen, das Gespräch mit Honecker hat mir bestätigt, dass von diesem Mann keine Einsicht in die Notwendigkeit dringender Veränderungen in unserem Land zu erwarten war. Erstaunlich offen zeigt er seine Abneigung gegenüber Gorbatschow und dessen Politik, die bei großen Teilen der Bevölkerung auch in der eigenen Partei Hoffnung geweckt hatte. Aus der engeren Umgebung des Generalsekretärs und der oberen Schicht des Parteiapparates waren keine Zeichen eigenen Denkens oder gar Widerspruch zu erkennen. So Markus Wolf über Erich Honecker. Wissen Sie, ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen über Markus Wolf, den ehemaligen stellvertretenden Minister für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik, zu diskutieren. Das ist ein interessantes Thema. Und über seine Erkenntnisse. Ich kann Ihnen nur sagen, dass er zu diesem Gespräch zu mir gekommen ist, um mir das Buch seiner Troika zu überreichen. Also hat mir damals nicht gesagt, ja, dass er sozusagen, wie in dem Buch geschildert hat, ein konspiratives Nest spinnen wollte über die DDR mit bestimmten Intellektuellen, sondern er hat mir dieses Buch mit einer sehr herzlichen Widmung überreicht, meinem lieben Freund Erich Honecker, mit besten Dank für die Unterstützung. Also mitnichten das Aufeinandertreffen des großen Reformers Markus Wolf mit dem Informatiker Erich Honecker. Ja, ja,
Also jedenfalls, wenn Sie schon über Reformen reden wollen, so möchte ich Ihnen sagen, dass Rosa Luxemburg ja schon die bekannte Junius-Broschüre geschrieben hat, Sozialreform oder Revolution. Wir waren stets für die Revolution und gleichzeitig für Reformen. Und wenn Sie die Frage stellen der Reformfähigkeit, so möchte ich Ihnen sagen, wir haben 100-mal unter Beweis gestellt, dass wir im Dienste der Sache der Revolution Reformen durchführen, aufgeschlossen sind für Reformen. Aber nicht für Reformen im Dienste der Konterrevolution. Herr Honecker, warum gleich die große Keule der Konterrevolution? Gibt es nicht ein Denken in der DDR, das so aussah, dass sehr stark oppositionelle Bestrebungen, die sich bildenden Bürgerrechtsbewegungen, dass man die immer gleich interpretierte als ferngesteuert aus dem Westen, dass es eine Tendenz gab, sie zu kriminalisieren und dass auf diese Art ein Dialog mit einer sich entstehenden Opposition, die über die Eigenstaatlichkeit der DDR überhaupt nicht in Frage stellen wollte zu dem Zeitpunkt, unmöglich gemacht wurde? Ich habe jetzt mit Ihnen nicht gesprochen über die Fernsteuerung vom Westen. Schon allein deshalb nicht, weil mir die Berichte der Geheimdienste der Westlichen nicht zur Verfügung stehen. Ja. Aber ich denke in keinem Augenblick daran, all jene, die für Reformbestrebungen eintraten, ja, als vom Westen gesteuert zu bezeichnen. Wir haben die Lage damals in der Deutschen Demokratischen Republik anders eingeschätzt. Es ging nicht um die Andersdenkenden. Wir waren immer für Gespräche mit Andersdenkenden. Seitdem ich in die politische Bewegung eintrat, bin ich in das Gespräch mit Andersdenkenden eingetreten. Sonst wären wir ja gar keine Politiker. Es ging einfach darum, dass wir unser Botschafter in Moskau 1987 an die Regierung der DDR berichtete, sowjetische Persönlichkeiten immer stärker auftraten mit der Forderung, die deutsche Zweistaatlichkeit zu beenden. Honecker, wenn Sie sagen, seit 1987 lagen Ihnen diese Informationen vor, was war Ihre politische Reaktion darauf? Ich habe mit Gorbatschow diskutiert darüber. Streichen das. Mit welchen Ergebnissen? Das wäre ein Na bitte sehr, ich habe diskutiert darüber, ich habe ganz offen die Frage gestellt des Auftretens, ja, eine ganze Reihe von Persönlichkeiten in dieser Frage. Er hat mir darauf geantwortet, das sind persönliche Meinungen. Das ist nicht die Meinung des Politbüros, des CK, der KBSU und auch nicht die Meinung der Sowjetregierung. Und wir haben uns in dieser Linie auch verständigt und zur Kenntnis genommen, dass das nicht die Meinung ist. Aber jetzt wird ja das alles hier enthüllt, ja, und wird erneut bestätigt, ja, dass seit diesem Standgespräch vom Herbst 1984 im Schwarzen Meer die Dinge in Gang gekommen sind, in Fluss gekommen sind. Aber nicht nur zum Schaden der Deutschen Demokratischen Republik und zum gegenwärtigen Chaos in den Ländern Ostdeutschlands, sondern auch zum Schaden also auch in der ganzen Reihe anderer sozialistischer Länder. Und wie wir gesehen haben, das Beben, das Zentrum des Bebens lag ja von hier, es ging ja aus nach draußen. Das Bündnis wurde ja lockerer. Und es war für jeden sichtbar, dass wir zwar also die Politik der Sowjetunion unterstützten, ich möchte entschieden also dagegen Stellung nehmen, dass wir in dieser Zeit die Politik der Sowjetunion nicht unterstützt haben. Im Gegenteil, die Deutsche Demokratische Republik hat sehr stark unterstützt. Die Deutsche Demokratische Republik ist das einzige wahrscheinlich sozialistische Land, in dem in solch starkem Maße die Reden veröffentlicht worden, Initiativen der Sowjetunion. Gleichzeitig gab es eine sowjetische Zeitung namens Sputnik, die zum Beispiel in der DDR verboten wurde. Veröffentlicht worden und so weiter und so fort. Aber ich möchte auf der anderen Seite sagen, dass natürlich auch eine ganze Reihe anderer Probleme entstanden sind und es trat auch eine Wende ein in der Heilung der Kirchenführung zur DDR. Anstatt Kirche im Sozialismus, ja, wurde eine Kirche raus aus dem Sozialismus. Das ist ja kein Geheimnis für Sie. Wie haben Sie reagiert auf all diese Veränderungen? Wir haben also... Ihre Kritiker sagen, Sie haben durch Beharren reagiert. Nun, also wenn ich am Operationstisch lag, da konnte ich ja beim besten Willen nicht reagieren. Ja? Das.
Mit Rücksicht auf die immer noch angegriffene Gesundheit Honeckers wurden längere Gesprächspausen vereinbart. In 7 Stunden wurden zahlreiche Themen berührt, die aus Zeitgründen in diesem Film nicht aufgenommen werden konnten. Honeckers Jugend, sein Kampf gegen die Nazis, seine langen Jahre in der Haft nahmen einen breiten Raum ein. Private Äußerungen sind ihm kaum zu entlocken. Honecker will ein Bild- und Tondokument für die Geschichte herstellen, verliest seitenlange vorbereitete Erklärungen. Eine Art Handel entsteht. 1 Stunde Erklärungen oder Vertiefungen, wie er es nennt, danach 1 Stunde Gespräch. Herr Honecker, Ihr Gesellenstück auf dem Weg nach oben war der Bau der Mauer. Sie haben die praktische Durchführung organisiert. Können Sie über die politische Vorgeschichte sprechen? War diese Aktion beispielsweise zwischen der Sowjetunion und den USA abgestimmt? Ich möchte Ihnen sagen, dass die Sicherungsmaßnahmen am 13. August 1961 erfolgten aufgrund eines Beschlusses des politischen beratenden Ausschusses des Warschauer Tages hier in Moskau in Kreml. Und zwar vom Blickfeld der Sicherung des Friedens und der Verhinderung der weiteren Ausblutung der Deutschen Demokratischen Republik durch die offene Grenze. Ob das nun ein Gesellenstück von mir war, das ist Ihre Formulierung. Ich möchte sie mir nicht zu eigen machen, aber zu den Gesellen gehören ja auch Meister. Ja? Und wenn die USA schon Bescheid wusste, dass die Sowjetunion ihre Interessen respektiert, wenn das eintreffen sollte, respektiert, so haben sie bestimmt nicht Bescheid gewusst, wann das eintreffen wird. Denn der 13. war für alle überraschend gewesen. Aber es hat sich auf der anderen Seite auch keiner aufgeregt. Manche gingen weiter angeln. Das heißt, es gab ja doch eine Erleichterung, als diese Maßnahmen durchgeführt. Eine Erleichterung sowohl in Washington, in London und Paris, als auch in Moskau und auch bei uns, dass alles glatt ging. Ich muss auch sagen, wir sind alle davon ausgegangen, dass damit der Frieden gerettet wird. Honecker, für einen Realpolitiker vielleicht naiv klingende Frage, weil sie moralisch ist, dennoch, ich möchte sie Ihnen stellen. Heute stehen Grenzsoldaten ihrer Grenztruppen vor deutschen Gerichten. Es gab Befehle, Grenzübertritte mit der Waffe zu verhindern. Hat ein Staat das Recht, Menschen mit der Waffe am Verlassen des Staates zu hindern? Fragen Sie mal die westlichen Politiker, die also bisher sich mit diesen ganzen Fragen beschäftigen. Jedenfalls ist es so, dass jeder Staat, ja, das Recht hat, in den inneren und äußeren Fragen selbst zu entscheiden. Und in den USA gibt es kein Auswanderungsrecht. Ja? Und verschiedenen anderen, also sowas gibt es nicht. Ich habe sogar gelesen, dass man ursprünglich beabsichtigt hat, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das Recht auf Ausreisen zu überlangen, zu verankern. Das ist dort auch nicht geschehen. Es gibt internationale Konventionen über das Recht des freien Reiseverkehrs. Aber diese internationalen Konventionen müssen erst durch eigenstaatliches Recht des jeweiligen Staates gewährleistet werden. Erst dann haben sie ihre Bewegung. Die meisten Staaten haben dieses Recht sehr anders geregelt wie die DDR. Jeder Bundesbürger hatte das Recht, die BRD zu verlassen, jeder Amerikaner kann die USA verlassen. Die meisten, ich weiß nicht, ob jeder Amerikaner die USA belassen können. Ich weiß nur, dass damals der Eisler sehr große Schwierigkeiten hatte bei der Ausreise aus den USA, weil er nach seinem Heimatland nach Deutschland zurück wollte. Ja? Ich finde persönlich als ein Skandal, dass diese Grenzsoldaten inhaftiert wurden, denn diese Grenzsoldaten haben ja nichts anderes getan, als ihre Pflicht getreu ihrem Eid zu verwirklichen. Meines Erachtens wäre es wichtig, diese Frage noch mehr zu vertiefen, die wir also behandelt haben. Schließlich sollten wir doch
davon ausgehen, dass im Jahre 1982 ein neues Grenzgesetz der Deutschen Demokratischen Republik angenommen wurde. Es folgen längere vorformulierte Erklärungen zum Thema Schießbefehl. Honecker wiederholt darin die hinlänglich bekannten Positionen der SED, betont vor allem immer wieder, wie sehr sich in den letzten Jahren aufgrund seiner Initiativen das sogenannte Grenzregime liberalisiert habe. Wichtig ist ihm der Hinweis, dass die Blockparteien der ehemaligen DDR allen Grenzgesetzen zugestimmt hätten. Honecker, kaum etwas, und das ist nach der Wende sehr deutlich geworden, hat die Menschen in der DDR so empört wie die Machtfülle, die das Ministerium für Staatssicherheit hatte. In Ihrer Zeit als Generalsekretär, wie hat die Partei ihre Kontrolle über dieses Ministerium ausgeübt und inwieweit hat sich dieses Ministerium verselbstständigt? Erstens mal müssen Sie davon ausgehen, dass das Ministerium für Staatssicherheit ein Ministerium des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik war. Ja? Das ist deshalb wichtig, weil dieses Ministerium ja staatliche Aufgaben zu erfüllen hat. Zweitens waren Sie am vorhin ja so begeistert von diesem Buch von Wolf. Ich war nicht begeistert von Wolf, ich habe mir die Freiheit genommen, Wolf, daraus zu zitieren. Sie haben mit großer Begeisterung hier zitiert. Und ich möchte Ihnen sagen, ja, dass selbstverständlich offensichtlich das Ministerium Aufgaben erfüllt hat, das nicht zu seinem Aufgabenbereich gehörte. Unter anderem die Tätigkeit, die Wolf hier schildert, zur Aufweichung der Deutschen Demokratischen Republik. Herr Honecker, zu den klassischen Aufgaben des Ministeriums für Staatssicherheit gehörten die Bereiche Aufklärung und Abwehr, das war klar. Dazu ist doch aber immer mehr gekommen ein, meiner Ansicht nach, letztendlich für Sie politisch kontraproduktiver Bereich, nämlich eine sehr starke Bespitzelung der eigenen Bevölkerung. Warum eigentlich diese überzogene Sicherheitsdoktrin? Ich weiß nicht, ich würde Ihnen empfehlen, meine Rede zu lesen vom Februar 1988. In dieser Rede habe ich also sehr stark Stellung genommen zu dem Problem der persönlichen Freiheit, der Einhaltung des Telefon- und Geheimnisses, das Geheimnis des Postwesens, verschiedene andere Probleme, so dass von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, also falls ja, ein so starken Druck, wie Sie schildern, wirklich ausging von diesem Ministerium, dann hat natürlich das Ministerium nicht also die Aufgaben erfüllt, die also ihm oblagen, entsprechend den Gesetzen. Denn schließlich hat ja also auch der Vertreter des Ministeriums auch meiner Rede damals zugestimmt. Zum Thema Unterschlupf für RAF-Mitglieder in der DDR verliest Erich Honecker eine bereits im Militärhospital Belitz verfasste Erklärung. Tenor, er und die DDR-Regierung habe davon nichts erfahren. Dies sei ein Alleingang einzelner Stasi-Offiziere gewesen. Alle Anschuldigungen gegen ihn seien Verleumdungen. Darüber hinaus sollen verantwortliche Mitglieder der ehemaligen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der ehemaligen Führung der SED kriminalisiert werden. Belitz, den 20.06.1990, Erich Honecker. Aber Herr Honecker, dennoch waren diese Leute in der DDR. Wer war dafür verantwortlich? Das weiß ich nicht. Da ist man jetzt dabei, das festzustellen. Und Sie hätten es unterbunden, wenn Sie es gewusst hätten? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Größenordnung und Aufgaben der Staatssicherheitsdienst. Sie sagten, das sei ein staatliches Organ. Dieses staatliche Organ andererseits hatte die Aufgabe als Schild und Schwert der Partei, hatte aber zuletzt eine Größenordnung von über 80.000 Mann. War das also wirklich notwendig? Ja, wissen Sie, der Geheimdienst hat etwas in sich, für sich oder gegen sich. Und ich möchte selbstverständlich in Verbindung mit meinen Darlegungen ja, ganz klar zum Ausdruck bringen, dass ich die gegenwärtige Hetze gegen die Mitarbeiter von Staatssicherheit, dass ich die verurteile. Das ist nur eine Ablenkung von den Hauptfragen, die sich durch die Schwierigkeit der Vereinigung in Deutschland ergeben haben. Dass auf der anderen Seite bestimmte Fragen, also hinsichtlich der Arbeit dieses Ministeriums stehen und
stets standen. Das ist außer Frage. Es gibt kein Ministerium, das außerhalb der Kritik stand. Aber in diesem Fall ist es ja so, ich muss sagen, ich war lange verantwortlich mit für dieses Ministerium. Aber in keiner Sitzung, weder des Verteidigungsrates noch des Politbüros, möchte ich klar sagen, wurden also Fragen hinsichtlich der Struktur, hinsichtlich des Personalbestandes und so weiter behandelt. Es wurden entgegengenommen Berichte, dazu Stellung genommen, aber wie stark nun dieses Ministerium war, nicht. Ich schätzte das Ministerium immer ein, also ungefähr 30.000 bis 35.000, aufgrund einer Diskussion, die ich damals mit dem Minister Wolf hatte, zu Beginn meiner Tätigkeit. Ja. Und seitdem hat sich dieses Amt also selbstständig also vervierfacht? Das Amt hat Bericht erstattet, ja, und ob es sich vervierfacht hat, das weiß ich nicht und das weiß auch hier, wie ich gelesen habe, Herr Wolf nicht. Herr Mielke war demnach der stärkste Mann im Staat, denn er hat offensichtlich Informationen zurückgehalten, er hat ihnen Dinge nicht erzählt, die er hätte eigentlich erzählen müssen. Wissen Sie ja, dass Herr Mielke in der ersten Sitzung des Politbüros also gegen mich auftrat. Das ist ja hier bekannt und ich habe ihn unterbrochen. Und habe gesagt, nun sagen wir, wann hast du Zeit gefunden, also die Sache aufzuschreiben? Denn bis dahin war es nicht üblich, dass man im Politbüro schriftliche Diskussionsreden hält. Ziehen Sie Ihre Schlüsse. Ich habe meine gezogen. Vielleicht bedauert er das jetzt. Es gibt kaum einen Funktionsträger aus der ehemaligen DDR, der im Moment so sehr die Fantasie Deutschlands beschäftigt, wie gerade Alexander Schalko-Lutkowski. Ja, aus bestimmten Gründen. Das ist richtig. Welche Rolle hat Alexander Schalko-Lutkowski gespielt und wem war er politisch verantwortlich? Ich möchte Ihnen sagen, dass Schalko-Lutkowski, als Staatssekretär eine sehr verantwortliche Tätigkeit ausübte in Richtung des Aufschlusses des westlichen Marktes zur DDR. Und damals leistete Otto Grotewohl eine Unterschrift unter ein Dokument als Ministerpräsident, in dem er also festlegte, dass also Alexander Schalk den Auftrag hat, außerhalb des Haushaltes der Deutschen Demokratischen Republik zugunsten der Deutschen Demokratischen Republik Devisen zu beschaffen. Und das hat der Mann recht gut getan. Es wird im Zusammenhang mit dem Komplex Alexander Schalko-Lutkowski ja im Moment dem ohnehin sehr auf dem Spionagegebiet sehr erfolgreichen Ministerium für Staatssicherheit unterstellt, es sei sogar gelungen, Franz Josef Strauß also etwas für einen Einflussagenten zu erwerben. Unwürdig, eine Persönlichkeit, ja, die eine solch große Rolle gespielt hat, in der deutschen und in der europäischen Geschichte nachträglich zu verleumden. Das ist eine dreckige Sache, ist das natürlich. Aber es scheint ja nur üblich zu sein, solche Dinge immer wieder hochzubringen. Das ist vollkommen absurd, ist überhaupt der Gedanke in diese Richtung zu legen, ist schon absurd. Der Franz Josef Strauß war ein echter Bayer, und war natürlich bestrebt, in der deutschen Politik die entscheidende Rolle zu spielen. Und er war auch die entsprechende Persönlichkeit. Honecker, das letzte große Feier der DDR war der 7. Oktober 1989, der 40. Jahrestag der DDR. Was ist Ihnen am meisten von diesem Tag in Erinnerung geblieben? Der 40. Jahrestag ist mir in Erinnerung geblieben als ein großer Höhepunkt 40 Jahre Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik. Was nach dem kam, das ist was ganz anderes. An diesem Tag kreierte Gorbatschow, und ich glaube etwas auf Ihre Kosten, das Zitat des Jahrzehnts, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Hat Gorbatschow an diesem Tag von Ihnen eine Änderung der Politik verlangt? Wissen Sie dieses Zitat, also
das fand ich in den westlichen Medien, ja, und auch während seines Auftretens einmal. Ich glaube, man hat das vollkommen falsch verstanden. Das war bezogen auf die Entwicklung hier und hatte mit der Entwicklung in der DDR überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß nicht, wer wen das Leben jetzt bestraft hat. Darf ich den inhaltlichen Kern der Frage wiederholen? Hat Gorbatschow an diesem Tag von Ihnen eine Veränderung der Politik der DDR verlangt? Ich habe ja gesagt, also es gab nie einen Führer der Sowjetunion, der von den deutschen Kommunisten eine Veränderung ihrer Politik verlangt habe. Auch nicht Gorbatschow. Janneke, am Abend gab es im Palast der Republik einen Empfang und draußen auf der Straße gab es Prügel. Wussten Sie, was draußen geschah? Nein, wir waren auf dem Empfang und was sich draußen vollzog, davon hatten wir überhaupt keine Ahnung gehabt. Erst am anderen Tag habe ich davon gehört, aber das war eine organisierte Sache. Und inzwischen haben sie sich ja schon gewöhnt an Manifestationen. Von wem organisiert? Das weiß ich nicht, von irgendjemand. Das waren organisierte Sachen. Nicht nur von den Andersdenkenden. Noch einen weiteren Zeitsprung, Herr Honecker. 17. Oktober 1989, Ihre Ablösung vom Posten des Generalsekretärs der SED. Es sind zahlreiche Schilderungen von Mitgliedern des Politbüros, beispielsweise von Herrn Krenz, Herrn Schabowski und von Herrn Mittag, mittlerweile in westlichen Medien veröffentlicht. Ich vermute, dass Sie die meisten dieser Darstellungen kennen. Könnten Sie die kommentieren, schreiben? Also Ihre Vermutung trifft natürlich nicht zu. Mir sind die Bücher im Einzelnen nicht bekannt. Ich kenne nur das Buch des Berliner Sekretärs und ich muss sagen, dass er sich ja selbst ein Armutszeugnis gegeben hat, indem er abgeschworen hat den Ideen des Sozialismus. Und ich kenne das Buch von Herrn Mutroff, ja, Herr Mutroff, über seine Tage als Regierungschef. Das waren im Großen und Ganzen Tage der Übergabe der DDR an die Bundesrepublik Deutschland, das heißt der Kapitulation. Das heißt, die Vollziehung einer Entwicklung, die man im Auge hatte in Verbindung mit unserer Diskussion, die zu meinem Rücktritt führte. Ich bitte Sie, das zu bemerken. Ich bin zurückgetreten, weil ich mit dem Wendebeschluss nicht einverstanden war. Und das Zentralkomitee der SED hat mir noch gedankt für meine Tätigkeit an der Spitze der Partei seit dem Jahr 1971, an der Spitze des Staates seit dem Jahr 1976. Und in der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik wurde bei der Begründung meines Rücktritts dieser Dank und der Beifall der Abgeordneten sogar wiederholt. Das heißt, es vollzog sich ein Rücktritt. Was später daraus wurde, das ist eine ganz andere Frage. Da müssen Sie die Leute fragen, die konspiriert haben. Um auf die Herren, die konspiriert haben, nochmal zurückzukommen, Ihren Schilderungen ist alles etwas gemeinsam, nämlich man spürt in diesen Büchern wenig vom sogenannten Prinzip der kollektiven Führung in der DDR, sondern es erscheint ein Bild, dass es in der DDR nur einen Mann gab, der zu entscheiden hat, und das war der mit der berühmten Unterschrift EH, während alle übrigen Mitglieder des Politbüros eigentlich nur ganz untergeordnete Rollen spielen. Wie sah das wirklich aus? Ja, wissen Sie, diese berühmten Unterschriften EH stammen zum Teil gar nicht von mir, sie sind gefälscht. Das ist die erste Feststellung, die ich hier treffen lasse. Und zweitens, wenn alles nach meinem Willen gegangen wäre, dann würde die Deutsche Demokratische Republik heute noch bestehen. Ein vereinsamter, alter Mann. Er starrt in seinen Überzeugungen. Die Ideologie ist ihm längst zum Glauben geworden, zum Panzer, an dem jede Kritik abprallt. Wie es wirklich in ihm aussieht, weiß wohl nur er selbst. Ein Staatsoberhaupt ohne Staat. Er schwärmt von den wenigen noch verbliebenen sozialistischen Ländern, deren reale Lage jeder kennt.
Bei ihm klingt es beinahe, als beschreibe er die kommenden Stationen seiner Flucht vor der Vergangenheit. Man darf allerdings auch nicht aus dem Auge verlieren, dass nicht nur die Idee nicht tot ist, sondern dass in einigen Ländern die sozialistische Gesellschaft real existiert. Ich denke dabei an die Volksrepublik China, die gerade in diesen Tagen verstärkt hat ihre Entschlossenheit, den sozialistischen Aufbau mit Erfolg fortzuführen. Und das ist immerhin ein Land von 1,2 Milliarden Menschen. Wie Sie wissen, war ich in China gewesen und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Ideen von Marx, Engels, Lenin und Mao Zedong dort weiter mit Erfolg verwirklicht werden. Wir haben das tapfere Vietnam, das den sozialistischen Weg geht und das sich auch von den USA-Imperialisten nicht auf die Knie zwingen ließ. Und wir haben auch den Leuchtturm in Lateinamerika, das tapfere Kuba unter Fidel Castro. Also der Sozialismus als solcher real existiert noch, aber die Idee ist natürlich seit Marx und Engels da, wissenschaftlich begründet, und da kann man auch nicht durch zeitweise Rückschläge wackeln. Herr Honecker, ich darf mich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. So, dann kann ich mal die Vertiefung hier vornehmen. Ich gehe davon aus, dass die Berliner Justiz nicht zum zweiten Mal die Möglichkeit erhält, ja, mich auch nur einen Tag dort festzuhalten und nicht wie früher beim Volksgerichtshof anderthalb Jahre in Untersuchungshaft, in einer Zelle.